Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Flive. Und ihr wundert euch vielleicht, Charakter Level 1, Erweckfolge. Nein, Spaß, das ist natürlich keine Erweckfolge. Da ist nämlich Charakter Level 60. Und nur um das hier mal als Hinweismerkmal aufzuführen. Naja, auf jeden Fall, neuer Charakter. Warum? Neu ist er nicht, den kennt man auf jeden Fall. Beziehungsweise allgemein meine Casanova-Charaktere sind jetzt nichts Neues. Der ist auch auf dem gleichen Account wie Casanova 2. Mein Jojo-Jester, den ich jetzt schon ewig nicht mehr benutzt habe eigentlich, den ich auch wahrscheinlich nie wieder großartig benutzen werde, weil ich muss einfach zugeben, ich hasse einfach Jester. Ich habe so viel mit dem gefarmt, dass ich es auch wirklich beurteilen kann. Also ich habe viel mit Jester gespielt, zwar natürlich nur Low-Level, aber es geht mir rein und rein, das Gameplay ist ja schon ätzend. Und deswegen habe ich auf den ehrlich gesagt keine Lust mehr. Und der wahre Grund, also es ist nur der Grund, warum ich schon ewig nichts mehr von Casanova 2 gehört habe. Der wahre Grund, warum ich jetzt, ich fange jetzt auch einfach mal das Leveln an nebenbei. Der wahre Grund, warum ich jetzt hier mit Casanova 1 plötzlich anfange, also warum ich jetzt diesen Char hier neu hochziehe, ist einfach aus dem Grund, übrigens kein neuer Char, ich wollte mir eigentlich einen neuen Char-Namen machen, also einen neuen Char. Problem ist aber, ich habe keine Lust auf noch mehr Accounts, weil ich habe schon so viele. Und jetzt mit der Murano-Hydros-Fusion habe ich auf jedem Account dann 9 Charaktere, weil ich mir damals für Hydros... bei der Hydros-Murano-Fusion habe ich mir schon lauter Charaktere erstellt. Auf jedem Ding 6. Und jetzt habe ich ja halt dann schon so viele und jetzt brauche ich halt nicht noch mehr Accounts, weil ich dann, sobald die Server alle fusioniert sind, habe ich halt auf jedem Account 9 Chars. Und das ist weitaus mehr als genug. Und dementsprechend hatte ich jetzt keine Lust auf noch einen Account. Deswegen mache ich jetzt einfach einen vorhandenen Charakter, den ich noch hatte. Und warum mache ich mir den? Ist der schlichte und einfache Grund, ich drop's jetzt schon. Ich will Food. Ja, deswegen muss ich nämlich auch gleich das Leveln wieder aufhören, tatsächlich. Klingt jetzt echt ein bisschen blöd, aber ist leider so. Und zwar geht's mir darum. Ach so, Moment mal, ich könnte auch Party-Skills aktivieren, fällt mir gerade auf. Wenn ich das schon mache, aber nur dann ist es wirklich sinnvoll. Hoppla, das habe ich ganz vergessen. Und mit Dela muss ich schon mal hinterherfliegen, weil ich merke gerade, das geht ja ziemlich schnell. Also, ich droppe es wie gesagt jetzt schon und das heißt, es wird wahrscheinlich noch jeder erraten haben, es geht ums Food. Ja, es gibt natürlich schon Leute, die mir immer fleißig Food schicken, von verschiedensten Invasionen, Events und dergleichen. Eigentlich reicht Level 4 schon, oder? Ich one-hit die doch schon. Ich muss mal kurz zu Pucke, ob ich die one-hitte, dann wird es nämlich passen. Die dürften nämlich auch noch Orange Juice droppen. Gleich mal überprüfen. Okay, ich one-hitte sie und sie droppen Lollipop. Lollipop? Ich bin mir sicher, dass die auch Orange Juice droppen. Kein Orange Juice. Moment, ich mache gleich weiter mit dem Programm. Jetzt droppt mir einen verdammten Orange Juice. Dreimal Penny, aber kein Orange Juice. Okay, vielleicht droppen die doch keinen. Ich war mir jetzt eigentlich ziemlich sicher. Jetzt muss ich echt mit Dela herkommen, weil ich will nicht zu viel Level-Ups machen. Also ist eh egal. Also, nicht egal, aber Moment, das ist sehr schnell. Das ist beides. Achso, weil der hat einen Crappy Wooden Sword, Leute. Das wusste ich ja gar nicht. Okay, Dela ist jetzt in Range. Das heißt, XP hört jetzt auf. Okay, jetzt mal ohne Spaß. Ich war mir 1000%ig sicher, dass die auch Orange Juice droppen. Ich habe bis jetzt nur Lollipops von denen gesehen. Das gibt's doch jetzt nicht. Hier wollte ich nämlich auch nebenbei noch Vagrantus farmen. Und, naja, egal, also auf jeden Fall, worum geht's? Also, viele Leute haben mir halt immer Food geschickt oder schicken mir immer noch Food und das brauche ich auch weiterhin. Also, wenn ihr mir Food schickt und auch Geld dafür bekommt oder auch wenn ihr es nicht bekommt, also danke auf jeden Fall an jeden immer. Auch für kleinste Beträge von nur 100 oder so. Ist immer hilfreich und, hilft mir deutlich weiter. Aber das Ding ist, ich will es ja auch ein bisschen natürlich selber farmen, weil wenn ich es mir nur farmen lasse, ist es natürlich auch ein bisschen, Kacke, sag ich mal, wenn man selber, also ich meine, bei vielen Titeln habe ich selber auch sehr viel gedroppt, gefarmt. Ich habe ja auch sehr viel gefarmt, also Micellid, Ice Cream Cake, diese ersten Titel, die ich alle bekommen habe, da hatte ich selber auch unzählige 1000. Ach, die droppen schon Strop? Ah ne, das sind Captains. Ah, okay, die Captains droppen Strawberry Shake und die Smalls droppen, also die droppen Lollipop und kein Orange Juice. Wie zum Teufel ist das möglich? Orange Juice ist, Lollipop ist besser. Oh, never mind. Ach, echt? Da muss ich echt bei... Oh, das ist Orange Juice richtig kacke zu farmen. Ich dachte mir, man könnte sich den Vorteil wenigstens noch holen, dass man währenddessen Vagrantus droppt. Aber never mind. Ich fürchte, der Zug ist abgefahren.
Captain Boding dürften keinen Vagrantus droppen. Die ersten, die Vagrantus droppen, sind, meine ich, Pukepuk. Oder Puke Puke, whatever. Ich habe noch nie mal dem Puke Puke gesagt. Ich sage immer Pukepuk. Naja, okay. Fuck. Das ist natürlich nicht so gut. Ja, gut, das muss ich mir noch überlegen. Aber ist egal. Es ist eine Sache von zwei Leveln. Also, das spielt keine große Rolle. Beziehungsweise zwei Level-Ups. Ja, aber die droppen jetzt auch keinen Orange Juice. Bin jetzt bescheuert, ist Orange Juice irgendwie sau selten oder what the fuck ist hier los? Ist das ein Ding-Shield? Ein Light-Shield? Das ist sogar eine wertvolle Item eigentlich. Das gibt's ja nicht. What the fuck, ich habe vorher die ganze Zeit Orange Juice gedroppt. Und jetzt gar nicht mehr. Droppen das nur die Vierer oder was? 1 bis 4? Oh, ist das eine Chest D? Na, Bronze Key D. Okay, jetzt bin ich irgendwie komplett bescheuert. Ich droppe einfach überhaupt keins mehr. Überhaupt keine Orange Juice mehr. Ach, das ist das Dämliche. Naja, egal. Um, wie gesagt, zum Thema zurückzukommen, farme ich jetzt mit dem Char einfach Food und später natürlich Events. Also ich werde nur jetzt im Low Level bleiben, sobald das nächste gute Event startet. Der Dreier hat jetzt einen Orange Juice gedroppt, okay. Sobald wieder nächstes gutes Event startet, ziehe ich ihn natürlich mindestens auf Level 15 und farm bei Mobs, die mindestens Level 15 sind, ist ja klar. Weil sonst wäre es ja komplett bescheuert, wenn ich hier die ganze Zeit Mobs töte, es läuft ein Event und ich droppe kein Event ein, weil ich unter Level 15 bin. Das wäre wirklich super dämlich. Das mache ich natürlich nicht, aber solange jetzt noch kein Event ist, mache ich das. Ist jetzt auch quasi meine Überbrückungszeit, ein bisschen Food farmen, ein bisschen Titel farmen vielleicht, sowas in der Richtung. Also jetzt, wo nichts krasses ist, jetzt am Wochenende ist ja... Achso, ja gut, stimmt, jetzt am Wochenende ist schon ein Rain-Event. Dann ziehe ich ihn vielleicht doch. Stimmt, jetzt am Wochenende regnet es Ice-Flakes, wer es nicht mitbekommen hat. Da brauche ich jetzt gar nicht die Homepage eigentlich aufmachen. Lohnt sich überhaupt nicht, es ist so. Da droppen jetzt diese... Boah, wie heißen die? Gucken, was die droppen. Vielleicht droppen die ja noch Orange Juice, aber das bezweifle ich. Diese Lemon Syrup, weiß gar nicht, dass das rote ist. Also auf jeden Fall Red Flakes, die Yellow Flakes und die Blue Flakes und die geben Laufspeed, Attack Speed und Sprungkraft. Das sind jetzt so kleine 3 Minuten Power-Ups, hauptsächlich für GB-Spieler relevant. Nein, droppt natürlich auch Strawberry Shake, war ja klar. Und ja, könnte man natürlich auch ein bisschen farmen. Vor allem die mit der Sprunghöhe werden wahrscheinlich sehr interessant sein, weil ich meine, die gibt es nicht so häufig. Und dürften ja eigentlich auch schon relativ wertvoll und beliebt sein. Also dann ziehe ich den Char wahrscheinlich doch höher. Ja, also ich meine, das nächste gute Event wird safe auch mit spätestens in ein paar Wochen starten. Also sehr viel. Geschweige denn den Titel hätte man sowieso nicht geschafft. Na ja, gut, dann Dela kannst dich wieder verpissen. Dann ziehen wir den jetzt doch noch auf Level 15. Dann hat sich das erledigt. Genau. Aber ja, das ist jetzt quasi auch für die Zeit nach Azumiau im Endeffekt. Also sollte ich mit Azumiau dann mal 170 erreichen, werde ich dann nicht einfach wieder mit meinen alten Chars Events farmen, sondern eben mit dem hier. Und dann halt immer auf dem Level, wo ich noch Food drop. Das heißt, am Anfang werde ich dann natürlich logischerweise die ganze Zeit bei Level 15 bleiben, egal welches Event kommt, ist ja egal. Sobald das Event mit Level 15 droppen kann, reicht's ja. Das heißt, ich farme dann permanent bei Viechern, die nur Level 15 sind oder die halt auf jeden Fall einen guten Spot haben und halt auf jeden Fall low sind und farme dann bei denen. Und werde Events dann ja im Endeffekt nur noch so farmen, außer es sind halt Eventbeschränkungen dabei oder ich level dann irgendwie einen anderen Char von mir, mein Knight oder irgendwas oder keine Ahnung, oder Level wird erhöht, also mir aber wieder gelevelt. Sowas in der Richtung, dann natürlich solche Chars, aber bei ganz normalen Events, wo ich einfach ganz normal wieder farme und nicht mal mit Azumiau level, werde ich dann halt nur noch mit dem Char spielen, weil der dann zeitgleich immer fürs Food verantwortlich ist. Und wenn ich halt ein Food fertig habe quasi, als Beispiel einfach Strawberry Shake, habe ich den Titel, dann gehe ich weiter zum nächsten Food, das von mir aus Fish Soup, beziehungsweise, nein, Schwachsinn, Seafood Pancakes sein oder sowas in der Richtung, in St. Morning irgendwo, dann ist das dran. Wenn da der Titel da ist, dann das nächste. Und so weiter und so fort. Weil so verknüpfe ich das, dann ist das nämlich nicht so dämlich, weil man fühlt sich ja schon ein bisschen blöd, wenn man, sag ich mal jetzt wirklich, mal einer alleine würde das wahrscheinlich auch niemals machen, aber wenn man wirklich 200.000 Food innerhalb auch von relativ kurzer Zeit vielleicht sogar, wenn man jeden Tag spielen würde, bei einem Mob zu farmen ohne Event, das ist natürlich schon Hardcore. Und wie gesagt, deswegen bedanke ich mich auch immer so sehr, wenn mir irgendjemand Food schickt, weil es ist halt einfach eine ätzende Aufgabe.
Weil das droppt man sich, ist ja einfach, wenn man einfach ganz normal levelt oder farmt. Aber wenn man extra irgendwo hingeht, wo es eventuell eben nicht mehr sowas wie Event-Drops gibt, da dann extra das Food zu farmen mit auch so einem Low-Charakter, wo man eigentlich nichts droppt. Gut, in dem Fall würde man jetzt zumindest noch mal Grandos droppen. Aber das mit Orange Juice ist ja total dämlich, dass das Poképoke gar nicht mehr droppen anscheinend. Das wusste ich gar nicht. Ich meinte eigentlich, dass sie das droppen können. Ist aber jetzt, spielt jetzt auch keine so große Rolle, weil wir, wie gesagt, jetzt eh am Wochenende Event haben, dass ich dann schon ein bisschen nutzen werde. Aber es ist auf jeden Fall wirklich echt heftig, was man da farmen müsste. Und eben unter solchen Bedingungen wie keine Event-Items und sowas in der Richtung. Das ist natürlich, ja, total kacke. Also das sind natürlich harte Nachteile und würde das ewig dauern. Und man hätte dabei auch einfach keinen großartigen Spaß oder halt Nutzen, weil wie gesagt, wenn man da alleine das farmen würde oder selbst wenn man nur 150.000 farmen würde, das würde ewig dauern und hätte halt einfach nicht den Erfolg. Ja, und so viel Zeit habe ich auch nicht, dass ich dann Event farme und zusätzlich hier noch Food farme, also das geht dann zu weit. Ja. Also jeden Titel werde ich eh nicht kriegen, aber ich sag mal, die Titel, die man sich halt easy beim Event farmen holen kann, und das sind eben dann nebenbei auch die Food-Titel durch das gedroppte Food, die werde ich mir halt auf jeden Fall probieren zu holen. Genau, und das ist der Nutzen, der Sinn von diesem Char. Also wie gesagt, Foods und Event. Das Farmen. Ach, man droppt die jetzt schon. Ah, na gut, macht Sinn, das ist schon 5. Ja, never mind. Wie sehen die aus? Das habe ich gar nicht hingeguckt. Das habe ich nicht gesehen, wie die aussehen. Ah, nee, schade. Okay, never mind. Na gut, muss ich mir noch angucken, wie die aussehen. Naja. Aber, ja, so schnell erklärt ist es, so langweilig ist es. Ich wollte ihm eigentlich einen lustigen Namen geben, sowas irgendwie Spicy Curry oder Curry oder irgendwie sowas halt, das quasi irgend so ein Food-Name hat von irgendwas, was ich gerne esse oder so. Aber wie gesagt, hatte keinen Bock, den neuen Chart zu erstellen. Und das ist auch eben dieses neue Ice Flake with Blue Hawaii Syrup, besser einfach Blue Ice Flake für mich. Oder halt Red Ice Flake, Yellow Ice Flake, whatever. Bei den anderen Farben dann. So sieht das aus und ich weiß gar nicht, ob es das früher schon mal gab, müsste es eigentlich, aber ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr dran erinnern, wie sah das jetzt aus, das habe ich wieder nicht gesehen. Zweimal Golden Wing. Wollen wir es mal ausprobieren, Sprunghöhe plus 50. Also wir springen jetzt so, kann man es an dem Baum vielleicht messen. Ja, bis kurz unter den Ast hier. Genau, also so. Na, warte mal. So. Da. So. Ja gut, wie aktiviere ich es jetzt? Das hätte ich vorher auf einer Zeile hinziehen müssen. Verdammt. So. So. Okay, dann Alt F4. Was? Das macht er gar nichts. Speed ist auch nicht runtergegangen. Da geht erst in 2 Sekunden runter. What? Das ist halt fast nichts. Wow. Also das ist wirklich, also ich meine, es ist schon mehr, also man merkt es auf jeden Fall richtig heftig, also naja, richtig heftig jetzt nicht, aber man merkt schon deutlich, aber naja, habe ich mir jetzt irgendwie krasser vorgestellt, Sprunghöhe plus 50, ist halt auch was, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, aber wahrscheinlich einfach plus, ja wobei plus 50% kann es nicht sein, weil dann würde ich viel höher springen, ne, keine Ahnung, in was für Einheiten das gemessen wird, weiß ich nicht. Okay, auf jeden Fall schon mal sehr uninteressant und ein nice Item verschwendet, das ich eigentlich farmen sollte, wollte, whatever. Naja. Egal. Genau, dann zu dem Char an sich und zu dem Equip, das er hat, ist vielleicht noch ganz interessant. Oh nice, ich hab's gleich nochmal gedroppt. Er hat jetzt das neue Wagi-Set. Nochmal danke dafür an Ishigatana. Das ich jetzt geschenkt bekommen habe, das bietet sich dafür jetzt wirklich sehr gut an. Wobei es eigentlich, ehrlich gesagt, fast schon ein bisschen Overkill ist, weil ich habe jetzt natürlich noch das Wooden Sword und one-hitte die Viecher natürlich trotzdem fast und bin Level 10, also noch deutlich drunter. Und ja, deswegen ist es natürlich ein bisschen Overkill, das Set plus den Schmuck, weil er hat nämlich der eine plus 18, einmal Liebe, einmal normal, aber ist ja egal. Und zweimal Pseudomol plus 18, also auf jeden Fall Fat Damage, dann Cloak of Honor natürlich, wisst ihr, mehr Food droppen und ein ganz normales LSD mit Yukata Gowns, also 4 von 4 mit Maske. Also ja, ein bisschen viel vielleicht, zugegeben, aber ja, wenn man es schon hat, dann kann man es ja auch benutzen. Später wird das Set dann eventuell mein Blade tragen, ich werde es dann auch wahrscheinlich ein paar Sets von mir verkaufen, ein paar ältere. Einen Cruiser werde ich verkaufen,
Days, das plus 6 Days, das was ich jetzt eigentlich für den Blade vorgesehen hatte, das werde ich auf jeden Fall auch verkaufen. Unabhängig davon, ob ich das andere Days behalte oder nicht, das muss ich mir noch überlegen. Das werde ich auf jeden Fall auch verkaufen. Und ja, genau. Also werde jetzt auf jeden Fall ein bisschen was verkaufen, weil sonst frage ich mich selber, warum zum Teufel baust du das alles auf? Warum willst du das alles aufheben? So viele verschiedene Chars kann man zeitgleich hier nicht spielen, das ist so Schwachsinn. Genau, aber da bin ich noch nicht ganz durch, was ich jetzt alles verkaufen werde und was nicht. Genau, aber ja, so viel zum Equipment, also mehr kriegt er jetzt auch nicht. Dann hat er hier noch so einen Fusionsbow, der ist, glaube ich, meine ich auch von Ishikatana. Bin mir ehrlich gesagt nicht mehr hundertprozentig sicher. 24 CD, muss ich ausprobieren, ob das sich überhaupt lohnt. Wahrscheinlich lohnt sich das Schwert weiter zu benutzen deutlich mehr. Später dann soll er aber auf jeden Fall ein Bowjester werden, wegen der Crit-Rate natürlich, dass er halt auch auf Level 60 dann schon an die 100% Crit vielleicht kommt. Eventuell werde ich ihn sogar auf 75 leveln, beziehungsweise farmen lassen und dann wieder downleveln. Darauf habe ich allerdings keine so große Lust, dann mit G-Bow. Und dem Equipment müsste man eigentlich auch Tower B1 so locker one-hitten können, denke ich mal. Aber das sehen wir dann. Droppt übrigens sehr gut, muss ich sagen, das ganze Zeug hier. Werde ich dann sehen, aber auf jeden Fall ist das dann das spätere Ziel. Es wird auf jeden Fall Akrobat und dann Bowjester. Und wie gesagt, wird halt eben in den verschiedenen Kategorien, in den verschiedenen Levelbereichen immer das Food sammeln, das ich brauche. Und wenn er eine, wenn ich eine Food-Art fertig habe, was natürlich extrem lange dauern wird, ist ja klar. Von den meisten Low-Food-Arten habe ich natürlich noch nicht so viel gefoodet, weil das halt, da hält sich ja fast niemand so lange auf. Ist ja logisch. Ja, dann wird er eben in den nächsten Levelbereich weiter moven. Später wird er dann das Set von meinem Casanova 2 tragen, deswegen habe ich den vorhin überhaupt erwähnt eigentlich, also das ist pretty much das Set, was er vorher hatte, also Casanova 2. Das wird er dann tragen, es sollte besser sein als das Vagi-Set, weil hier sind hauptsächlich STR-Werte drauf. Die Crit-Damage sind zwar ziemlich heftig von dem Set, aber, und mein Cruiser-Set ist ziemlich kacke, das bringt insgesamt gerade mal 32 Crit-Rate. Aber ist mit dem Set-Effekt von 40, also 72% Crit-Rate dann natürlich wieder deutlich besser. Und es gibt auch Decks, dementsprechend, ja, das ist dann die bessere Alternative und hat auch 40% ADK, also wird dann auf jeden Fall besser sein. Und jo, genau, das wird er dann später tragen zum, wie gesagt, Food-Farmen. Und was gibt es sonst noch zu erzählen? Ich war jetzt ein bisschen durcheinander gelabert, muss ich sagen. Aber ich habe es jetzt auch wieder mal sehr eilig, also es ist echt heftig. Urlaub vorbei und ich wusste das wie gesagt schon vorher, das habe ich schon mal gesagt in einem anderen Video, dass ich natürlich nach dem Urlaub dann nur 2-3 Tage frei habe und dann geht es direkt los mit Schule und dann auch wieder arbeiten und so, aber es ist, ja, es ist trotzdem stressig einfach jetzt wieder alles. Also ich muss jetzt das Wochenende wieder wohin und Schule an sich, Hausaufgaben hat man wieder, also ich muss jetzt dann auch am Wochenende wieder ein bisschen was machen. Auf nächste Stunde vorbereiten und so ist auf jeden Fall auch wichtig. Also einfach ins Bett gehen abends ist nicht mehr. Also musst schon nochmal alles dir angucken. Auch wenn jetzt keine Arbeit oder so ansteht, musst du trotzdem noch wiederholen, weil sonst kommst du im Unterricht überhaupt nicht mit. Weil wenn es immer wieder aufeinander aufbaut, dann checkst du ja gar nichts mehr. Wenn du das erste schon gar nicht gecheckt hast, wiederholst du es nicht und dann checkst du es wieder nicht. Oh, ich glaube, die droppen in solchen Paketen, by the way. Da lagen nämlich, glaube ich, 2 Pakete und ich habe 2 Flakes bekommen. Ich habe es halt echt noch keinmal gesehen, das gibt es halt nicht. Wie kann das sein? Unglaublich. Weiß gar nicht, Quest-Items müsste ich fast mal deaktivieren, glaube ich. Das ist ziemlich nervig. Und ich muss sagen, man droppt extrem wenig Food. Also Lollipops droppt man extrem viel. Und das andere Food droppt man extrem selten. Sau random. Ich habe in dem Bereich hier noch nie so sehr aufs Food geachtet, muss ich sagen. Also das man droppt natürlich schon, aber jetzt nicht genau wie viel. Ist natürlich etwas blöd, wenn man da hier so wenig droppt. Da braucht man ewig für einen Stack. Aber damit muss man dann wohl leben, wenn man die Titel haben will. Versteht sich. Das dachte ich gerade kurz, da liegt Orange Juice, lol. Und ist das... Ah, tatsächlich. Ja, es sind solche Pakete. Okay, jetzt habe ich es endlich gesehen. Ich habe sie ganze Zeit schon vermutet, aber sicher war ich mir nicht. Ja, dann deaktiviere ich wahrscheinlich sogar Questies, weil die geben kaum bis kein Pet Food. Moment. Na Moment, was muss man da deaktivieren? Ich habe schon ewig keine Questies mehr gesammelt. Im Mars Dungeon gibt es die ja gar nicht. Muss ich da Buff deaktivieren, oder? Oder Flyth Piece? Nee. Jetzt gucken wir mal, was das Pet macht. Ah, es hebt den Golden Wing auf. Okay, nein. Also Buff war es auf jeden Fall nicht. Es hebt
Leute, die Dinger fallen echt unter Buff? Wow. Okay, haben wir das auch schon mal festgestellt. Aber dann müssen das ja Flyf-Pieces sein, sonst wäre es ja etc. Sind Questies etc. Also sorry, dass ich jetzt hier rüberkomme wie so der absolute Noob, aber ich habe schon ewig nicht mehr im normalen Level gefarmt. Und ich heb meine Quest-Items immer auf, weil ich es dämlich finde, die nicht aufzuheben. Weil ich brauche erstens Pet-Food und zweitens früher auch GXP. Na, tatsächlich, Flyf-Piece. Wow, ist das bescheuert. Na gut, okay, aber mit Flyf-Piece kann ich leben, weil die droppen eh fast nie die seltenen und die anderen Teile habe ich eigentlich mehr als genug davon. Da kann ich am ehesten noch drauf verzichten. Genau, dann sieht das nämlich schon viel besser aus. Da kommt uns das Pet nämlich schon viel besser hinterher, weil die Questies ja fast bei jedem Mob droppen. Mit Clock of Honor. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Genau. Na gut, haben wir das auch geklärt. Jetzt sind mir auch die Buffs ausgelaufen. Jetzt sind wir eh gleich Level 15. Das passt jetzt schon. Wobei es hat ziemlich lang gedauert, aber es liegt daran, dass ich ja zwischendurch auch ein bisschen Trash gemacht habe. Und ich habe jetzt noch nicht wirklich effizient gelevelt, weil ja, ich auch ein bisschen Shit-Talk wieder gemacht habe. Aber wie gesagt, ich bin heute mal wieder in Eile, sagen wir es mal so. Genau. Aber ja, wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen zum Chart oder wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare, dann beantworte ich es da nochmal. Aber ja, zusammenfassend nochmal gesagt, Food Farmer plus Event plus zeitgleich Event Farmer. Aber auch wenn kein Event ist, kann es sein, dass ich mal mit dem Char spiele. Einfach wenn ich gerade keinen Bock habe auf Titelfarm, Leveln oder irgendwas anderes. Aber es wird wahrscheinlich nicht so häufig passieren. Außerdem sind eh fast nie keine Events, also vielleicht mal zwei, maximal drei oder vier Wochen. Aber das passiert schon kaum noch eigentlich. Das wissen sie selber, dass wenn wirklich gar keine Events mehr kommen, dass sofort die meisten oder vor allem die Casuals gar nicht mehr reingucken. Und auch viele von den Leuten, die so oder so jeden Tag spielen, weniger spielen oder nicht mehr so aktiv spielen. Und ja, das merken die schon selber, dass wenn keine Events laufen, geht es dem Spiel deutlich schlechter. Und deswegen gibt es sowas eigentlich kaum noch, dass mal monatelang nichts ist. Deswegen wird der Char hier hauptsächlich wirklich zum Einsatz kommen. Zum Event farmen. Aber wie gesagt, wundert euch jetzt dann nicht, wenn ich wieder level bei Events oder dort farme. Aber wie gesagt, das ist hauptsächlich auch für die Zeit nach Asumiao und eben zwischen Events. Ab und zu. Aber da halt auch nicht immer, weil ich farme natürlich auch noch Dungeons und so ein Zeug. Dann kommt halt darauf an, worauf ich Lust habe. Aber wundert euch dann halt. Ihr dürft euch nicht wundern, wenn der Char kommt und ihr dürft euch nicht wundern, wenn er nicht kommt. Ja. Aber im Stream wird eventuell eh alles immer 100 Mal gefragt, deswegen wird das wahrscheinlich dann eine Sache sein, die sich dem 100 Mal fragen dann quasi anschließen wird, I guess. Aber, jo, das ist eben jetzt mein Plan. Also kann ich ja zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, Food farmen für die Titel und zeitgleich aber eben auch Events farmen. Das finde ich ist halt ein großer Vorteil, genau. Und ja, wieso Bowjest ist, denke ich mal auch klar. Einfach wegen der 100% Crit-Rate ist eigentlich wirklich der einzige Grund. Im Low-Level macht es keinen Unterschied, ob du jetzt Ranger, Bowjest oder irgendwas bist. Spielt keine Rolle, Lutzakas Blow reicht eh. Und ja, selbst in hohen Asriab-Gebieten, wobei ich da eh nicht mehr hin muss, weil da habe ich eigentlich alles an Food, was ich brauche. Das bezieht sich jetzt eigentlich eher hauptsächlich aufs Low-Level. Ja, da brauche ich es schlicht und einfach nicht. Also da brauche ich kein Damage durch STR, da brauche ich keinen Blade. Ja, brauche ich einfach nicht. Da reicht der Schaden auch von einem Akrobat oder Jester, das ist absolut genug, das reicht vollkommen. Das ist eher im High-Level-Bereich, wo man dann auf anderes angewiesen ist. Auf mehr Schaden vielleicht, genau. Gut, dann Akrobat-Job-Change. Ich weiß gar nicht, ob es sich überhaupt lohnt, den jetzt schon zu machen. Puh, keine Ahnung. Ich werde mir dann wahrscheinlich noch das Schild geben. Aber ich habe jetzt schon gemerkt, ich bin eigentlich jetzt schon zu schnell, obwohl ich sau langsam war für das CS-Pad. Vielleicht sollte man Pen ja noch deaktivieren, etc. Aber, ja, wobei, Oris und Moons droppen erst ab Level 20, ne? Droppt man irgendwas bei etc.? Eigentlich nicht, oder? Also irgendwas Relevantes. Glaube nicht, in dem... Ah, doch, die Chests, ne? Ja, doch, die Chests sind etc. Sollten sie zumindest sein. Ja gut, die hätte ich schon gerne. Also das wäre natürlich auch noch ein Vorteil. Die Chests würde ich wieder droppen, weil die droppe ich nämlich bei Asumiao fast gar nicht mehr, weil es einfach viel zu hoch ist. Ich meine, es sind zwar nur D-Chests, aber wenn du sie mit Gold-Keys öffnest, kommen ja trotzdem Premium-Items raus. Also das sind zwar teilweise ein bisschen schlechtere, aber trotzdem... Ja, muss man etc. trotzdem fast drin lassen. Ja. Und der Rest droppt eh nicht. Es droppt eigentlich eh nur Food, Penya und Quest-Items.
und die Wand. Das war jedes einzige, was in dem Levelbereich droppt. Am Anfang zumindest. Beats sind hier auch sau selten. Oder ich glaube, Beats können auch nicht vor Level 20 droppen oder so. Ja, naja. Okay, passt eigentlich, genau. Jo. Und da muss ich noch am Ende dieser Folge sagen, danke noch an Azuma Blade. Er hat mir auch noch eine kleine Spende zukommen lassen und mit klein meine ich relativ groß. Vor allem viele nützliche Power-Ups und Items. Und es wird dann auch nochmal ein Giveaway geben. Allerdings nicht jetzt, sondern irgendwann demnächst. Also ich werde wahrscheinlich irgendwann mal wieder ein Box-Opening machen. Jetzt nicht Aminos-Box, sondern was anderes. Und da werden wahrscheinlich keine wirklichen Items für ein Giveaway bei rumspringen. Also so ähnlich wie beim Dumbbull-Opening. Gut, da habe ich jetzt für jemand anderen Boxen geöffnet. Aber da wären auch jetzt nicht wirklich was Sachen für ein Giveaway dabei gewesen. Da wird es dann wahrscheinlich wieder was zu gewinnen geben. Was dann im Endeffekt noch von dieser Donation ist, von Azuma Blade, wäre. Genau, das will ich wieder mit irgendwas Opening-mäßigen verbinden, weil da passt das eigentlich immer ganz gut, finde ich, wenn man dann am Ende noch ein bisschen was raushaut, nachdem man selber so viel quasi bekommen hat. Ja. Also jetzt nicht wegen Donation, sondern wegen einem Box-Opening. Genau, aber wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ich irgendwas unklar erklärt habe, sorry, meine Gedanken sind halt echt nicht sehr geordnet. Einfach nochmal kommentieren. Aber wie gesagt, Food Farmer, zusätzlich Event Farmer und hauptsächlich für Zeit nach Asomir 170. Das so bei denen ich da eintreten wird, aber falls es mal soweit ist, hauptsächlich dafür. Und ja, das war's eigentlich. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Hätte man auch in 2 Minuten erklären können, aber dann hätte ich ja nichts mehr zu erzählen gehabt. Genau. Naja, auf jeden Fall danke fürs Einschalten. Macht's gut, rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.